Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade. Oh, das ist ein eigenes Gebiet. Chronicles 2. Beim letzten Mal haben wir quasi hier die dritte Klinge geholt von Mithra, aber dann hat sich herausgestellt, dass das irgendwie unwichtig war, weil Rex das realisieren musste. Uiuiui. So richtig plot-twisty. Gut. Und irgendwie müssen wir zur Hauptquest nach Fonset. Also gehen wir jetzt nach Fonset. Zwar im Schnell-Dings, weil ich will nicht nochmal durch diese ganzen Höhlen latschen. Da steht mir nicht der Sinn hinter. Who'd have thought that Nia was a blade too? Why didn't you tell us, Nia? I just didn't, okay? No, it's not okay. You lot really are just children, aren't you? Huh? What do you mean? You'll understand one day. Hey, you know, me, Rex, Nia, we've all got some kind of deep blade connection going on with us, haven't we? To tell the truth, I am a little envious, Lady Morag. You know, I'm sure it could be arranged. Would it leave a scar? That's kind of part of the bargain. In that case, maybe not. No, that's not what I meant. It's just... Oh. Relax. Much as I appreciate the sentiment, I wouldn't want you to harm yourself. I am sorry. Anyway, what do we do now? It's all well and good that we escaped, but we've got nothing to show for it. Don't worry. I know where we have to go. Are you sure, Rex? You know Pyra's location? I think so. Near the World Tree. I see a rotting Titan. She's there. A rotting Titan? Could it be? What is it? Morag knows such a place? Close by the World Tree, against the side of the Great Void, I've heard there's a Titan known as the Cliffs of Morritha. Morritha? That name sounds familiar. Lady Morag, there are tales. Tales of a land of the dead, and the cliffs that lead into its depths. Yes, indeed. The land of Morritha. A place no living soul has ever witnessed. Well then. Mick, you here again? Is it passion or idiocy? Patroga. Just ask me out already. Piss off and die, Mick. Oh, I'm sure I'll get around to it one of these days. So, what are you doing anyway? You know, the Marsanis is the last Tornin warship. I'm readying it for battle with non-mortal opponents. What are you talking about, non-mortal? Surely you don't need me to tell you. You don't mean... Something wrong? Did you want something? Food's ready. Get it while it's hot. You came all the way here to tell me that? You've got quite the crush. Mikhail, I'm gonna crush your... Okay, got it. Well, I'd better go and eat this delicious spread. Mick? Thank you.
So, und wie kommen wir jetzt am besten zu den Klippen von Morifa? Ich bezweifle, dass wir jemanden finden, der uns freiwillig mit seinem Schiff dahin bringen will. Nee, garantiert nicht. Ich glaube, kein Schiffsherr hat verstärktes Interesse an einer Spazierfahrt zum Weltenbau. Ich kann anbieten, ein Militärschiff für uns zu organisieren. Dafür müssen wir einen Umweg in Kauf nehmen, aber es wäre die sicherste Methode. Oh, was geht? Morak hat so viel Autorität. Tora wäre auch gern Sonderkaviar. Sonderkommissar. Wenn man es genau nimmt, fällt dieser Antrag eventuell sogar in die Sparte Autoritätsmissbrauch. Jedenfalls müssen wir da nochmal beim Palast von Harday in Moradain vorbei, richtig? Ja. Bridget, würdest du vorausgehen und unser Kommen ankündigen? Selbstverständlich, Morak. Ich mache mich sofort auf den Weg. Und wir können dann eigentlich auch schon los, oder? So, ist jetzt Morak weg, oder? Ja, gut. Ich frag mich, was sie als Klinge können. Sie ist ja eine Wasserklinge. Nein. Vielleicht zeige ich das mal, wenn wir ein paar Missionen machen, aber ich persönlich habe jetzt kein Interesse, sie als Rex-Klinge zu missbrauchen. Rex hat sowieso schon genug Klingen. Ja, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt einfach so weit mit der Hauptqueste, bis wir Dingsmus wieder haben, Pyra, damit wir halt die ganzen Harmonie-Gespräche machen können, die Sidequesten, bliblablub. Rigitte mehr. Wir sollen nach Moradain, Palast von Harday, Tor von Harday. Weil dann ist es auch bequemer, dann kann ich auch sagen, so, jetzt sind wir hier in dem Gebiet, jetzt können wir die Gespräche abklappern. Bliblablub. Und vor allem, ich... Ein neues Gebiet, da sag ich nicht nein. Hä? Hey. Stuhl. Hä? Hey. Hi? Hohe Wahrscheinlichkeit von saftigen Infos auf 12 Uhr. Tja. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich habe gerade einen Bericht von unserem Geheimdienst erhalten. Es geht um die Verbrecher, die meine Frau ermordet haben. Weiter, Tora, mach mir Infos. Sie sind offenbar Teil einer staatsfeindlichen Organisation, die sich Briolak nennt. Unseren Erkenntnissen zufolge planen die Mitglieder in Kürze eine Versammlung. Und zwar in der Mine Nummer 2, hier in Alba Cavendish, direkt vor unserer Nase. Was ist denn? Eigentlich müsste ich den Senat informieren, damit er der Armee ein Mandat erteilt, Pyrionok anzugreifen. Aber ich befürchte, dass ich dann mit meiner Frau zur Zielscheibe der Rebellen werden würde. Es könnte sogar passieren, dass sie meinen Sohn etwas antun. Ein schrecklicher Gedanke. Naja, er hat ja schon keine Mutter mehr, so schlimmer geht's ja fast nicht. Keine Sorge, vor dir steht der Sikinator. Ja, Sikinator, Freund und Papi, kann helfen. Ich hatte gehofft, dass sie das sagen würde. Wenn ihr Nachforschungen anstellt, kann ich mich ganz auf die Sicherheit meiner Familie konzentrieren. Nun, ist leichteste Übung für Tora und Freunde. Vor allem für Freunde. Wir werden uns ergebens bemühen, euren Worten taten, wollen uns das Messer Tora. Gut, lasst es mich doch mal zusammenfassen. Es treffen sich in der Mine Nummer 2. Es sollte nur eine Zusammenkunft weniger wichtige Leute sein, aber seid trotzdem auf alles gefasst. Rebellion. Ja, wir wollen ja keinen Rebellen abschauen. Die haben es doch hier ganz gut in Moradain. Was wollen die denn noch? Die könnten so ein Loch leben wie, keine Ahnung, ein Loch halt. Kommt die nicht dran? Ja gut, dann fahren wir halt alleine. Dachte ich mir. So, ja, Amtsmissbrauch ist das ja irgendwie schon, Morak, aber du sollst uns ja begleiten. Also, so insofern, ne? Ich brauche ja kein krasses Schiff, ich brauche nur ein Schiff, das uns das hinbringt. Außer auf Jurus, ob irgendwas das Ding hieß, greifen sie wieder an. Dann haben wir womöglich ein klitzekleines Problem. Aufzug, bitte. Ja, komm. Ach, Moradain ist toll. Moradain ist so modern. Mit der besten Musik und der besten Sonderkommissarin. So, aber ich bin glücklich, dass Nia endlich den Leuten die Wahrheit gesagt hat, dass sie auch eine Klinge ist. Zu einem hier Flash-Eater, wie auch immer das heißt. Was? Ich bin hier falsch? Hä? Wo soll ich zum Militärhaufen? Hallo, Niall. Ich möchte euch meinen Dank für eure Unterstützung in Indoor aussprechen. Nur mit eurer Hilfe war es mir möglich, die mir auferlegte Pflicht zu erfüllen. Kümmert euch gut um Sonderkommissarin Morak und Bridget, hört ihr? Auch ich bin der tiefsten Überzeugung, dass die Pilgerreise der Aegis die Zukunft von Auris bestimmen wird. Ja, die Aegis, die ist gerade auf Klo. Deshalb ist sie gerade nicht dabei.
Ja, uns wird schon nichts Böses passieren. Mein Gott, wo muss ich denn eigentlich hin? Da ist der Kopf. Ich bin so. Wahrscheinlich muss ich wirklich zum Militärhaufen. Hafen und Haufen sind zwei verschiedene Worte. Ja, Tatsache, ich muss aber geradeaus hin. Okay. Hallo, es wird Zeit für ein bisschen Amtsmissbrauch. Hallo, Sogra. Seid gegrüßt, Herr Kommissar. Wir haben euch bereits erwartet. Grüß dir, Soldat. Wir benötigen ein Transportmittel für die Überfahrt zu den Klippen von Morifer. Eure Anfrage wurde uns bereits im Vorhinein übermittelt, Kommissarin. Unser Schiff steht zu eurer Verfügung. Dies ist keine leichte Reise. Seid ihr sicher, dass ihr den Anforderungen gewachsen seid? Absolut, Kommissar. Diese Mannschaft wurde speziell für euer Anliegen zusammengestellt. Auf Anordnung des Kaisers höchstpersönlich durften nur die erfahrensten Marinesoldaten an Bord. Dafür muss ich mich später bei ihm bedanken. Nun denn, sind wir bereit zum Aufbruch? Jederzeit. Sind wir bereit zum Aufbruch? Ja, sind wir. Ach, Dreck, ich werde nicht mal gefragt, ob ich aufbrechen möchte. Krass. War aber auch zu warten. Oh, was? Keine großen Cutscene? Huch. Wir sind einfach hier angekommen, ohne dass irgendwas passiert? Ne, das geht doch nicht. Hallo, Dibidi. Freunde, Dibidi hat Redebedarf. Und was ist denn? Dibis Schwestern von Larus AG haben Auftrag von ardenischer Armee bekommen, Freunde herzufolgen. Doch dann plötzlich Erkenntnis, außer Freunden keine Kunden hier, sonst keine verrückt genug herzukommen. Alles Lugbetrug. Nu? Dibidi macht Freund keinen Vorwurf. Gucken, sicher auch nur wegen wichtiger Mission hier rum. Dibidi wird deshalb ein oder zwei Augen zudrücken, falls Freunde bei kleinen Problemen helfen. Ja, erzähl. Dibidi will Warenangebot erweitern. Freunde können hier bei Klippen von Morifer nach neuen Waren suchen. Und zeigst man hier total angesagt in anderen Ländern. Dibis Schwestern werden in Kaching schwimmen. Im vergebenen Fall fällt Dibidi immer viel leichter, wenn reich statt arm. Freunde haben wegen mit Zaumfall verstanden. No, Tora versteht. Dibidi fremd hier, hat keine Ahnung, was wertvoll ist und was nicht. Vertraut auf den Instinkt von Freunden. Ja, das machen wir doch mit Links. Großes Dankebon. Sachen von Klippen von Morita total angesagt in anderen Ländern. Dibidi nimmt alles, was Freunde finden. Souvenirs aus Morita. Die Musik hatten wir doch schon mal. Die ist mir bekannt. Wahrscheinlich muss ich da noch was Sachen sammeln und hierher bringen. Ja gut. So these are the cliffs of Morifer. A rotting titan, drifting aimlessly until death takes it. I just remembered. Malos mentioned this place once. It's a shortcut to the World Tree. Makes sense. Let's push on. Pyra is definitely somewhere ahead. Look at all this trash. Huh? Rex, are you okay? Rex? I'm fine. Could it be? Pyra is in trouble. I don't know, but we have to hurry. I have a bad feeling about this. Why are you running?
Why are you protecting this garbage? We Aegises don't need these things. You want to be free of them, as I do. Stop it! I'm not like you at all! I am... Damn, father. Look what you've been hiding away. All right, then. If that's what you want, I'll do it for you! Ich hasse Malus, ne? Hat er gerade Pyra gelöscht? Boah, so ein Zack. Nee, ich kann da keine Sympathie für haben. Mir doch egal, was du durchging, was du durchgemacht hast. Ich habe auch ganz viel Scheiß durchgemacht. Ich trotzdem nicht. Also zu solchen Leuten. Also ich habe eine kleine Sorge und zwar, dass uns die Leute, dass uns die Gegend hier angreifen. Ich will eigentlich so lockerflockig wie sonst einfach durchrennen. Aber ich muss die Sachen sammeln. Und falls ich dafür auch leveln müsste, mach ich das wahrscheinlich sogar. Weil ich da nicht so Bock habe. Ein paar Sidequests dann halb beenden. Mal gucken. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt vom Level her krass genug sind für den Kack hier. Ansonsten. Ah, das ist ein Tyrann. Das muss jetzt nicht sein. Ich glaube, ab Level 50 werden wir angegriffen. What is it? Did you remember something? It is done. Once we establish a link with what Mikhail is preparing aboard the Marsanis, everything will be complete. And the Aegis? Oh, that? It's not an Aegis anymore. Just a lump of meat. I see. Yeah, come forth, Ophion. That. Clever girl. It has its own attack instinct, capable of autonomous action. She knew that. That's why she came quietly. No matter. All it needs is a little reprogramming! An earthquake? In a place like this? It's close. Let's go! Einfach was nur das Einprogramm ist. Best hide away, Turtles, mate. These guys look serious. Ja, these guys look serious. Das hatte ich, davon hatte ich ja schon Angst. Ich habe keine Lust, lass mich frieden. Lass mich einfach gehen. Einfach gehen lassen, bitte.
hero's work is never done. Nö, ich hab keinen Bock. So, ich würde mal sagen, wir machen heute mal hier Schluss, weil... ja... Wir haben freiwillig aufgehört. Das wird annoying as fuck. Ach Gott. Ja gut, wir machen heute ein bisschen früher Schluss als sonst. Wir haben ein paar neue Cutscenes gesehen. Marlos ist ein Sack. Nichts Neues. Ein größerer Sack als erwartet, aber auch das ist nichts Neues. Also ja. Ich danke euch jedenfalls vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.